Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar das 13. Video in unserem Adventskalender. Was soll ich sagen? Ihr habt schon tausendmal von uns gehört, beziehungsweise speziell von mir gehört. Heute ist wirklich ein unfassbar besonderes Video für uns beide, oder? Ja. Es ist unfassbar besonders. Und zwar, wir haben ein Paket bekommen von dem lieben Shinsky und seiner Freundin. Ja. Das ist einfach eine Herzenssache, dieses Video. Es ist wirklich einfach eine Herzenssache. Die beiden wissen genau, was wir meinen, denke ich. Ja. Ich möchte das Paket einfach nur noch aufmachen und freue mich. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich war wirklich noch nie so gespannt. Wir werden das Paket handhaben wie eine Mystery Box. Das heißt, wir werden blind Sachen herausziehen. Oh Gott, nicht, dass wir da reinfassen, da ist ein Tier drin. Ich spüre etwas. Ja. Boah, das ist sogar eingepackt. Oh, ihr seid doch so zuckersüß. Enjoy Gourmet Hot Chocolate Mix. Oder ist das für Trinken? Oh, boah, geil! Hier, mit Marshmallows. Okay, also das fängt ja schon krank an. Das sind verschiedene Sorten, ne? Ja, deswegen ja. Cookie, Coca-Mix, Double Chocolate, Vanille und... Was ist das? Gib doch mal her. Mocha. Ach hier, Pfefferminz. Ja. Da bin ich gespannt. Die werden wir definitiv verköstigen. Wieder eingepackt. Oh Gott, seid ihr echt... Das ist ein Spiel. Der Psychotrick. Wer sich selber hört, tut sich schwer mit... der Sprache. Dummschwätzer. Die Sprache Jammer Challenge. Weißt du was? Geil. Das wird unser nächstes Video sein. Da, definitiv. Das ist perfekt für eine Challenge. Perfekt. Und das wird definitiv wird das zu einem Video. Garantiere ich euch, Freunde. Garantiere ich euch. Ah, ich finde das so schön. Das ist wie Weihnachten. Das sind Süßigkeiten. Betten? Hör doch auf zu. Das macht er schon bei unserem Tauschpaket. Er wusste alles vorher. Oh. Die weißen Ferrero. Auch meine. Ich liebe Küsschen. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Kindheitserinnerung. Oh Gott, oh Gott. Guck mal. Huba, huba. Eine Leckmuschel. Riesenkaramell. Esspapier. Esspapier. Das hat meine Oma mir immer von Herkules mitgebracht, damals, wo ich noch ein kleiner Typ war. Brause pura. Ahoi Brause. Das sind die Ahoi Brause, diese Bonbons, ne? Nein. Nee? Ja. Doch, Brausebrocken. Das sind diese, die du kaufen kannst. Sowas wie Edexo Energy. Mr. Blubber. Brause, Glückstaler. Oh, davon trinke ich jeden Tag eins, dann bin ich bestimmt voll. Das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Fritt. Also das hier kenne ich gar nicht. Das kenne ich aus meiner Kindheit gar nicht, dieses Mr. Blubber. Sag mir nichts. Aber, geil. Wir haben vegan, fast diese Woche zum Thema. Fritt. Ja, Fritt ist geil. Immer in der Schule haben wir so weggeschnabuliert. Das ist auch so ein Pool. Ey, wie geil ist das? Ey, Leute, ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch echt verrückt. Das ist Banane, verrückt. Magst du nicht, aber ihr seid nicht. Verrückt. Oh, dieses, guck mal. Das ist einfach, ich hab die geliebt als Kind. Ja, ich auch. Ich glaube, die hat jeder geliebt. Ja, das Kind auch jeder. Lipstick, Candy. Das sogar sind die Dinger hier. Warte, hier. Oh, ups. Ja, ich habe halt einen Zerstörungsdrang. Was soll sogar ich sagen? Zwei Stück. Hier blau ist deiner, pink ist meiner. So. Was ist das? Steht nichts drauf. Überraschend. Dschungelbuch Knisterbad. Zum Baden. Knisterbad, Badespaß mit lustigem Knistereffekt. Oh. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. Oh. Bestätigt. Oh. Ja. Es ist einfach unnormal. Man könnte meinen, ihr seid irgendwelche Cyborgs oder habt ihr irgendwelche Wanzen in der Wohnung verteilt, obwohl ihr noch nie in dieser Wohnung wart, weil sie liebt das Dschungelbuch. Und ich liebe Baden. Ja. Oh, ein LAN-Kabel. Das hast du doch bestimmt teuer gekauft. Das hast du doch nicht zufällig aus dem Paket, wo du, keine Ahnung, gefühlt 1000 Stück drin hattest. Aber in Rot, ich kenne die Dinger nur in Gelb. Ja, da freue ich mich.
Was? Die Landkabel? Ey, Junge, du hast doch einen in der Waffel, ey. Du sollst ja nichts kaputt machen, ne? Hä? Was ist das? Ich hab Angst, das aufzumachen. Ich irgendwie auch. Warte. Soll ich? Mach es weg! Mach es weg! Kennst du das noch? Furzknete, ne? Nee. Das ist aber hart. Doch, normalerweise ist das Furzknete. Ja, das muss bestimmt erst mal. Oder ist das normale Knete? Sag riech mal. Riecht wie Knete. Normale Knete. Oh, ich hab jetzt voll Angst, ey. Du brauchst keine Angst haben. Das ist ein blödes Arsch. Ja, allein das, ne? Die beiden wissen, das mag ich und das magst du. Ja. Also wahrscheinlich ist es ein Zufall, weil ihr könnt das nicht wissen, ne? Aber... GEMA! Ach ja, GEMA! Was ist das? Ein Geschenk! Ja, ich... Also erstmal wirklich krass, dass ihr es so wunderschön eingepackt habt. Das ist wirklich das ist traumhaft. Das ist wirklich wie Weihnachten. Oh. Rocher! Die einzig wahren, die allerechten. Ein Häkelset. Wie machen die das? Du hast letztens noch gesagt, weißt du schon ganz genau, hast mit deiner Mutter drüber geredet, dass du immer überlegen bist, dass du wieder anfangen willst zu häkeln. Ja, weil Mama ja jetzt auch anfängt. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Also Leute, ihr macht mir, das meine ich wirklich ernst, macht mir echt Angst. Wie süß die Eule ist. Macht ihr das nicht Angst? Jetzt mal ernsthaft, das ist doch nicht normal. Ja, wie macht ihr das? Ich will wissen, wie ihr das macht. Und ich möchte wissen, wie ihr meine ganzen hier die Alexa? Nein, habe ich nicht. Bilou! Ey, ganz ehrlich, ich finde Bilou, das riecht richtig geil. Ja, ich auch als Mann würde damit duschen. Warum nicht? Ich finde, das riecht wirklich gut. Was ist das? Ist das Creme? Nee, das Duschgel. Boah, das riecht. Ganz ehrlich, ne? Man kann von Bibi halten, was man will. Das, was die da gemacht haben, das ist absolut ein geiles Produkt. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Lecker, schmecker. Knete, jetzt hast du was zum und ich. Ja, aber ist auch wirklich Knete drin? Weiß ich nicht, dumm. Ja, cool, wunderbar. Das sind die CBD-Tropfen. Hat einen Grund, warum du mir die schickst. Vielen, 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 vielen Dank. Liebe geht raus. Liebe geht raus und es wird berichtet. So, ihr beiden. Erstmal an euch beide. Tausend Dank, wirklich tausend Dank. Wir weiß, das ist einfach ein absolut mega tolles Paket gewesen. Wir sind unglaublich glücklich, unglaublich stolz, euch als Freunde nennen zu dürfen. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch wirklich das Beste, was es auf Gottes Erdboden und drüber hinaus gibt. Von ganzem, ganzem Herzen. Und an alle anderen Zuschauer, die dieses Video gesehen haben, schaltet morgen wieder ein. Morgen gibt es wieder auch was ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, ein Abo und bitte, bitte, ich verlinke euch Schinskis Kanal unten in der Videobeschreibung. Lasst ganz, 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 ganz viel Liebe von Team Marcello und Lisa da. Bitte. Macht's gut, Leute. Danke von unserer Seite aus nochmal. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.